Mein Name ist Claudia Simone d'Orchin. Ich bin Philosophin und lese aus meinem Forschungsbericht Die Gewalt des Heiligen, Legitimation souveräner Macht. Das Buch Die Gewalt des Heiligen, Legitimation souveräner Macht ist eine Postdoc-Studie und ist 2012 im Wissenschaftsverlag Königshausen und Neumann erschienen. Ich gehe darin unter anderem der Frage nach, in welcher Form das Heilige Gewalt legitimiert und wie das sogenannte Böse, klassischer Widerpart in der philosophischen Diskussion um ethische Grundwerte, in unserer Gegenwart auftritt. Einige der aktuellen Argumentationslinien verfolge ich hier. Das neue Böse. Mit der modernen Reproblematisierung der Gewalt innerhalb der Kulturen und der Frage nach ihren Entstehungs- und Hinderungsgründen entsteht ein neuer Begriffsstreit auch um das, was in der Philosophie traditionell das Gute und das Böse genannt wird. Das Böse ist der Preis der Freiheit, sagt der Philosoph Rüdiger Safranski in einem Interview mit Ursula von Arx in der Neuen Zürcher Zeitung. Der Ursprung der Freiheit kann auch religiös bestimmt werden. Er liegt im christlichen Glauben in der Vertreibung der Ureltern Adam und Eva aus dem Paradies. Das Böse ist in der christlichen Religion also eine erkenntnistheoretische Folge des Sündenfalls, der Unterscheidung von Gut und Böse. Forschung über das Böse hat gegenwärtig Konjunktur. Remzma definiert das Böse zunächst als Gewalt am falschen Ort. Somit ist das Böse lokativ bestimmt, nicht substanziell. Remzma parallelisiert diese Definition mit der scherzhaften Aussage, Schmutz sei Materia am falschen Ort. Also das Böse sei Gewalt am falschen Ort, Schmutz sei Materia am falschen Ort. Das mag im Scherz auch angehen, stellt aber die entscheidende Frage nach der Substantialität, nach dem Wesen des Bösen, nicht. Das Böse ist nicht nur delokalisiert, deplatziert, es ist etwas. Was ist es? Der Theologe Bernard McGinn sieht das Böse, inkorporiert als den Antichrist, hauptsächlich als Täuschung und Verstellung an und schlussfolgert, dass die christliche Theologie das Göttliche und Heilige direkt mit der Wahrheit identifiziere. Wir kennen den Spruch von Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das Teuflische oder Böse mit der Lüge und dem Betrug. Das Böse sei also Täuschung. Somit scheint die christliche Theologie das Böse subjektiv zu definieren, als eine subjektive Verblendung. Baudrillard hingegen spricht von einer objektiven Energie des Bösen. Das Böse sei dasjenige, was das sogenannte Gute, also das, was man als Wert empfindet, in Gefahr bringe. Baudrillard sieht den Begriff des Guten in der Moderne als herabgewürdigt und zur hohlen Phrase erniedrigt an. Für ihn erscheint das Gute nur mehr als eine ungreifbare Minimalisierung des Bösen, als Gewaltprophylaxe und Sicherheit, was auch nur eine temporäre Prophylaxe und Sicherheit bieten kann. Das impliziert, dass das Gute von einer moralischen Qualität sui generis, welche idealistische Philosophen vorgeben, zu einer reinen Präventivformel, einer Art moralischen Schutzpflaster, degeneriert sei. Für Baudrillard zeichnet sich die Moderne insbesondere durch eine Produktion der Positivität zu Ungunsten der Realität aus, die ja aus Positivität und Negativität zugleich besteht. Für diese Produktion einer scheinbar positiven Einheitlichkeit, die das Negative, also zum Beispiel die Gewalt, ausblendet, zahle der Mensch nach Baudrillard einen hohen Preis. Denn die Negativität habe die Krise und die Kritik als ihre natürlichen Folgen, die einäugige Positivität hingegen Katastrophen, da sie mit dem Regulierungsmechanismus der Krise und Kritik, die die Negativität zeitigt, nicht umgehen könne. Im Folgenden will ich untersuchen, welche Bedeutung oder welchen Bedeutungswandel das sogenannte Böse in der Moderne erlebt. Das Böse ist noetisch gegründet, von Nous, aristotelisch Vernunft, also in den Gedanken begründet.
Das Böse ist noetisch gegründet und dies in zweierlei Hinsicht, als Gedankenprozess und als Gedankeninhalt. Das Böse als Gedankenprozess muss eine wirkende Ursache haben. Niederträcht zum Beispiel käme in juristischer Perspektive in Frage. Hier wären wir beim ethischen Problem des Bösen um des Bösens willen. Weshalb handelt man in einer bösen, niederträchtigen Weise? Oder eher psychologisch betrachtet auch Angst. Bataille identifiziert das Böse mit der Angst, und zwar mit der Angst vor dem Tod. Er nennt die Todesangst die eigentliche Sphäre diabolique, also die diabolische, die teuflische Sphäre. Das Wissen um die Sterblichkeit des Menschen. Angesichts des Todes habe bereits der Mensch der Frühzeit ein Zittern, eine Angst empfunden, vielleicht ein Analogon zum Tremendum Rudolf Ottos angesichts des Heiligen, was bekanntlich dasselbe bedeutet, die Angst vor dem Unbekannten. Offenbar scheint es eine Verbindung zwischen dem Impuls, Böses zu denken, und seelischen Motiven der Angst oder Souveränität zu geben, welche ihrerseits oft mit dem Bezug auf ein Heiliges, nicht selten ein Heiliges sadistischer Prägung, gedacht werden. Der Philosoph Michael Hochgesang erinnert daran, dass der Gedankeninhalt das eigentliche Böse bestimmt, da manche der furchtbarsten Bösewichter in Geschichte und Literatur gerade durch die Bösartigkeit ihres Denkens auffielen. Das Böse ist also wirklich in zweifacher Hinsicht ein gedachtes Böses, nicht nur motivational als Impuls zum Gedankenprozess, sogenannte niedere Gesinnung, niedere Motive, Hass, Angst, Eifersucht, Niedertracht, sondern auch, was die Inhalte betrifft. Die noetische Definition des Bösen, die ich hier eröffnet habe, das Böse als Gedankenprozess, als motivierter, ethisch niedrig motivierter Gedankenprozess und als Gedankeninhalt, ist nichts Neues. Es zieht eine lange Spur im europäischen Denken. Das Böse ist beispielsweise in der Mystik bei Meister Eckhart vorrangig ein mangelhaftes Erkennen, das den Menschen außerstande setzt, ethische Güter zu unterscheiden. Für Kant ist das radikal Böse ein Handeln aufgrund falscher Maximen, also ein Denkfehler, die praktische Konsequenz fehlerhafter Erkenntnisprozesse. Jedoch sieht Kant das Böse nicht um seiner selbst willen an, wie es zum Beispiel de Sades, berühmte Heldin Clerville, in die 120 Tage von Sodom sieht, die in ihrem Tun eine persönliche, universale Idee des Bösen verwirklichen will. Seine Heldin bei de Sades ist der Meinung, dass ihr Handeln nicht nur Selbstausdruck ist, sondern dass das Prinzip des Bösen durch sie sich ausagiert. Böses Tun, um Böses zu tun, also Böses um seiner selbst willen, ist für Kant völlig fremd. Diese Möglichkeit schließt er kategorisch aus. Doch genau um diese Möglichkeit, die auch eine Wirklichkeit ist, soll es im Folgenden gehen. Denn die Vorstellung der Negation des Seins, wie sie Goethes Mephisto versteht, ist zugleich auch die Motivik der Sartschen Helden. Die Negation des Seins in seiner ganzen Breite und Tiefe ist das Hauptmotiv der Verbrecher bei de Sades. Sie verstehen das Negative, das Böse, als die erste Natur des Menschen, allgegenwärtig, aber nur in Teilprozessen des Todes und der Zerstörung. Ihr Ziel ist es, durch größtmögliche Gewalt und Zerstörung die Zeugung, Erhaltung und Individuation zu vernichten, um diese zweite Natur zu zerstören. Positivität als zweite Natur zu zerstören und die erste Natur, die reine Negation, gelten zu lassen. Dieses Ziel bleibt in der Literatur unerreichbar. Aus der Diskrepanz zwischen der universal gedachten Negation und der Geringfügigkeit der Taten der Sartschen Helden erwächst ihre Besessenheit, Gewalt und stets noch mehr Gewalt auszuüben. Also ihre Machtlosigkeit gegenüber der allgegenwärtigen Positivität durch permanentes, chronisches Ausüben der Negativität zu kompensieren. Ist dies jedoch
nur ein Motiv, das nur für Desarts Literatur gilt? Die Frage greift zu weit, doch vorläufig lässt sich feststellen, dass jeder, der zu viel von einem Prinzip will, die Ordnung verletzt und dass diese Verletzung der Ordnung Gewalt provoziert. Erinnern wir uns, für Nietzsche ist sogar der Kern der Prometheus-Sage die Unausweichlichkeit der Verletzung der Ordnung, welche nicht in der Person des Prometheus begründet liegt, der den Menschen das Feuer gebracht hat, um die menschliche Kultur zu fördern, sondern in Prometheus Eigenschaft als Genie. Es sei bei Nietzsche genau die dem titanisch strebenden Individuum gebotene Notwendigkeit des Frevels. Das bedeutet, Nietzsche sieht das genial begabte Individuum als mit Notwendigkeit nach der Negation, nach dem Bösen strebend an. Ist es also so, mit Baudrillard, dass die Moderne mit ihrer Produktion der Positivität dem titanischen Streben genial begabter Einzelmenschen nach Negation widerspricht? Oder hat nicht gerade die Moderne von diesen Menschen, die das Negative um seiner selbst anstreben, viel und zu viel gehabt?